So, willkommen zu einer weiteren Runde Genshin Impact. So, beim letzten Mal haben wir angefangen und jetzt machen wir weiter. Ich bin auch noch da. Ja, er ist auch noch da. Der wollte in den nächsten Folgen auf alle Fälle mal vorbeigucken. Mal gucken, ob es jetzt auch wird. Bei mir downloadet es noch was. Ja. Also in den nächsten paar Folgen werde ich auf jeden Fall. Ich hoffe, man hört dich überhaupt, weil es jetzt gerade eine Zeit, es gibt gerade ein kleines Bild der Stadt. Ist schlecht. Ja. Darf ich euch vorstellen, die Stadt des Windes und des Löwenzahns, die Stadt des Hirschgesanges und der Freiheit. Reisende, die ihr unter dem Schutz des Odo Vanunis, die Namen sind so krank, steht, heiße ich euch herzlich willkommen in Mondstadt. Endlich müssen wir nicht mehr draußen übernachten. Oh, seit Jahren, wann war das letzte Mal, dass ich ein Bett gesehen habe? Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Das denke ich mir bei dir immer. Boah! Die Leute hier scheinen aber nicht gerade bei bester Laune zu sein. Naja, sehen relativ normal aus. Das wird an den Sturmschrecken legen. In letzter Zeit hier dreht sich hier alles nur um ihn. Solange Jean da ist, wird aber alles gut ausgehen. Jean? Acting Grand Master of the Knights of Favonius. Jean, Defender of Mondstadt. Stellvertretender Großmeister des Orto Vanurius. Alter, bitte lass die Namen in Ruhe. Jean ist die Beschützerin von Mondstadt. Noch einmal diesen blöden Namen von dieser Organisation und ich kotze noch ab. Hä? Was ist Mondstadt? Das ist eine Stadt. Okay. Ich muss mal ganz kurz noch was nachgucken. Okay. Okay. Die Dame scheint ja echt beeindruckend zu sein. Hoffentlich weiß sie etwas über den Gott des Windes. Pff, hochnäsig, echt. Ach ja, bevor wir zusammen zum Hauptquartier des Ritterordens gehen, möchte ich dir ein Geschenk überreichen, Keigi. Sie ist als Dankeschön für die Hilfe beim Hillager-Lager. Ja, aber jetzt höre ich dich wieder. So. Wie bitte? Wo bleibt Paimons Geschenk? Because this reward is useless to you, Paimon. Du wirst kaum was damit anfangen können. But I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy. Sticky honey roast. Rede mal ganz kurz. Brownie? Brownie? Der redet einfach nicht. Ja. Achso, jetzt. Also ehrlich, einfach nicht reden, ne? Man hätte ja gerade rumgespuckt. Achso, okay. Ich muss halt immer wieder mit dem Ton mal gucken. So. Dafür lade ich dich in eine Portion Honigmöhren-Fleischpfanne heute Abend eine Delikatesse aus Mondstadt. Ich mag die Möhren nicht, aber der Rest klingt ganz lecker. Honigmöhren-Fleischpfanne. Einfach nur nicht das gesunde mögen. Ja, ich mag einfach keine Möhren, ey. Würde es Gurken sein, würde es gehen. Ich nicht. Aber jetzt komm mal mit mir. Wir gehen zum höchsten Punkt der Stadt. J. Drücke J, um das Auftragsmenü zu öffnen. Okay, Zielverfolgung. Verfolge das Ziel. Wow. Ach so, ja, okay. Okay, ich habe nur eine Quest am Laufen. Ist doch kacke. So.
Und Kuchen, geh mal, freust du dich auf nächsten Monat? Warum auf? Warum auf nächsten Monat? Halt doch die Fresse, Amber, bitte! Ich will mich unterhalten! So, also, wegen Weihnachten oder was? Ja. Es geht, es hält sich in Grenzen. Und holst du wieder ein neues Gaming-Setup oder wie? Nee. Wo du besser aufnehmen kannst. Das glaube ich so gar nicht, aber. Ich muss ja gerade mal wieder mit der. Das mag ich nicht beim. Mit dem hier. Twitch-Sache. Mit dem Twitch-Aufnahmegerät. Das ist manchmal zu laut. Aber das kann man richtig scheiße einstellen. Das ist das Problem. Okay. Naja, ich hoffe, man hört mich noch. Relativ gut. Im Gegensatz so. Mich hört man es wahrscheinlich gar nicht. Musste ich einmal leise runter machen, gerade noch, weil ich dich zu laut gestellt habe. So. Ja. Ich überspringe mal jetzt alles und renne und kletter einfach mal ganz hoch, wenn es gleich mal geht. Boah, es sieht aber so gut aus. So. Muss ich machen. Ich glaube, es wäre nicht klug, noch einmal zu springen. Dann falle ich. So. So, the present I want to give you is. Und nun mein Geschenk an dich. A Windglider. Ein Windgleiter. Outriders use them to ride the wind, and the people of Mondstadt love using them too. Als Kundschafter von Mondstadt fliegt man damit durch die Lüfte. Auch die Bewohner der Stadt nutzen ihn gerne. Ich wollte, dass du gleich zu Anfang siehst, wie toll dieser Gleiter ist. Oh, you're really excited about these wind gliders, huh? Du musst diesen Windgleiter ja echt lieben. Well, that's because the wind is the heart and soul of Mondstadt. Der Wind ist nun einmal die Seele von Mondstadt. Alrighty then, enough talk. Let's give it a whirl. Probier es gleich mal aus. You still need to pay attention to my instructions. Es mag auf den ersten Blick sehr einfach scheinen. Du solltest aber trotzdem meine Hinweise achten. Oh, auf einmal bin ich hier ganz schön weit oben, ne? Okay, drücke W und den Finger vorwärts bewegen. Ey, der zeigt mir gerade, wie ich von der Klippe springe. Das kann ich auch ohne Tutorial. Vielleicht zeigt ihr auch den effektiveren Weg. Oh Mann, aber ich würde es ohne Gleiter wahrscheinlich machen. Also ich kann es auch ohne Gleiter, aber okay. Also es ist ja wirklich simpel, den Gleiter zu öffnen. Einfach im freien Fall sein und dann Sprungtaste drücken. Aber komischerweise hat es dann so komische Flügel an, so. So mäßig sieht das aus. Naja. The sky. Oh, da kommt jemand. Wer? Der Drache. Und ich glaube, er ist gar nicht zufrieden. Alle rennen weg. Außer ich. Ich würde sie sagen, aber ich glaube, ich sollte weggehen. Das Viech tötet mich 100 Pro. Es macht Tornados. Und ich würde reingezogen. Aber ich habe... Ja, stimmt, ich habe den Gleiter. So. Die Tore der Wiedergeburt. Okay. Es gibt einen Bossfight.
Oh, richtig Böllerspiel jetzt. So. Ich schieße jetzt mit meinen Luftmagie auf dieses blöde Viech rein. Oh oh. Boah, okay. Ich glaube nicht, dass man so mit den Windgleiter auch gleiten könnte. Alle in den Hintern. Hab ihn gleich. Noch ein bisschen. So. Ich glaube, der Drache mag mich nicht. Ja, ich nicht, ja auch nicht. Das sage ich noch öffentlich im Stream. Deswegen gehe ich jetzt. Nö. Ich habe ihn mal ganz kurz verlassen. So, Are you hurt? Nix sagen, nix beleidigen, wir sind immer noch im Livestream. Ich wollte sonst sagen, ich komme sonst runter. Mit dem Gürtel. Alter, nicht hier. Wir sind im Livestream. Das beschreiben wir später, okay? Bitte nicht schon wieder. Nein. So. Sturmschrecken gereizt. Der kommt zu dir sonst. So. Sturmschrecken greift sogar in der Stadt an. Ich muss mir jetzt einen Account machen. Ja. Leck mich. Das ist doch verständlich. Kaya, Peggy, ihr kommt genau zur richtigen Zeit. Wir müssen... Hold on, Amber. Are you perhaps forgetting to introduce us? Boah, das ist so ein richtig... Ey, den Charakter, dieser Kaya, der ist so... Der hat so eine Stimme. So, der wird gerade so die ganze... Sein ganzes Team wird gerade niedergeböllert neben ihn. Und der so, ich bin geschillt, ich trinke erstmal einen Tee und wir reden darüber. Das mache ich auch immer. Ich auch. Warte, Amber. Vorher werde ich immer gefressen. Warte, Amber. Ich weiß nicht, warum. Halt die Köpfe. Warte, Amber. Ich glaube, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Right. This is Kaya, our cavalry captain. Das ist Kaya, unser Rittmeister. These two are travelers from... Psch, ich hab's auch gedacht. Psch. Oh Mann, ey. Falsche Generation dafür. Psch. Diese beiden hier sind zwei Reisende von sehr weit weg. Keiji und Paimon. Es ist mein YouTube-Name. Von sehr weit weg, also. Wo kann ich meinen Namen ändern? Das war so. I see. Welcome to Mondstadt. Though you haven't arrived at the best of times, I'm afraid. Ich verstehe. Wir heißen dich herzlich willkommen in Mondstadt. Leider kommt ihr gerade zu einer recht unpassenden Gelegenheit. Also bei mir passiert jetzt genau das gleiche, was bei ihm vorgefühlt 30 Stunden passierte. Ja. Nur zu gut verstehe ich den Schmerz der Trennung von der Familie, Reisender. Nee, ich weiß, meine Familie. Psch. So, dafür werfe ich dich jetzt erstmal raus. Sag Bescheid, falls du soweit bist. Ich weiß zwar nicht, warum ihr den Gott des Windes sucht, aber jeder hat so seine Geheimnisse, nicht wahr? Muss mich ganz kurz wahrscheinlich stürmen, er hasst mich jetzt. Der Gürtel schreibt er nur. Ha, alles gut. Belassen wir es dabei. First and foremost, on behalf of the Knights of Favonius, I would like to extend our thanks to you for your help just now. Jedenfalls würde ich gerne im Namen des Ritterordens unser Dank aussprechen. Ich werde ihn mal ganz kurz stummen. Stummschalten für 24 Stunden. So, den hören wir nicht mehr. Also,
wenn er immer schreibt. Hier ist natürlich, könnte ja schlecht dastehen und unglücklich zusehen. Gern geschehen. Wie wär's mit einer Belohnung? How about a traditional Mondstadt delicacy? Sticky honey. Wie wäre es mit einer Delikatesse von Mondstadt, der Honig-Möhrenfleischpfanne? Diesen Satz habe ich doch eben schon mal gehört. Your fight to defend the city against the dragon just now was witnessed by no small number of citizens. Dein Kampf gegen den Drachen haben nicht wenige Bewohner in der Stadt angesehen. The Grandmaster of the Knights of Favonius is also very interested in meeting you and formally invites you both to our headquarters. Der stellvertretende Großmeister möchte euch beide gern persönlich sehen. Wenn ihr die Freude erweisen könntet, zum Hauptquartier des Ritterordens zu gehen. Figurenzierde? Ist es hier? Oder was? Ach so, dann gibt's halt sowas. Ich glaube, der ist am besten, finde ich. Es hat halt das Paimon-Zeug an. Okay. Dann lass uns mal los. Okay, Elementarreaktion. Das haben die uns schon so oft reingelabert, ne? Das Gefühl, das fünfte Mal, dass das kam. Das könnte es sein, okay. Hier geht es zum Ritterorden. Den sollten wir uns mal ansehen. Achso, ich habe mit Pein und auch gesprochen, achso. Jean, what's the hurry? I thought we agreed to meet them here. There have been sightings of storm terror outside the city. Once we meet, we must... Relax. I'll lend a hand when the time comes. Jean, I've brought them. And once it was over, I brought them straight here. Und so hat es sich die ganze Sache abgespielt. Ich glaube, ich kann mich mal ganz kurz stimmen. Er kommt. Mondstadt welcomes you, Windborn Travelers. I am Jean, acting Grand Master of the Knights of Favonius. This is Lisa, our resident librarian. Oh, are you sweeties here to help us out? You're both so adorable. Sadly, the timing is regrettable. Storm terror has caused quite a ruckus in the region since its recent resurgence. Simply put, Mondstadt's elemental sphere and ley lines are now akin to a yarn ball in the paws of a kitten. For a mage, it couldn't get much worse. My skin is one elemental particle away from a full-blown breakout. If it weren't for this interference, the Knights of Favonius would have better ways to help you than just putting up missing person posters.
We simply ask that you repose in Mondstadt while we help you seek out your sister. Der Brownie ist beleidigt. Gut, wir möchten euch bitten, eine Weile in Mondstadt zu bleiben. Der Ordo Fanius, Alter, wird sich um euer Problem kümmern. Ich werde es natürlich nicht allein den Ritter ohren lassen. Paimon wird euch helfen. In that case, we need a plan. Nun denn, wir sollten unser Vorgehen planen. With Stormterror now directly attacking Mondstadt, we may have an opportunity to cut this problem off at the source. Da Sturmstrecken Mondstadt nun direkt angreifen, haben wir die Möglichkeit, schwere Geschütze zu aufzufahren. Lisa has revealed the sources of Stormterror's power with her detection magic. Lisa konnte mithilfe der Magie der Quelle des Orkans auf die Spur kommen. Tatsächlich. Sie liegt in einem Tempel der vier Winde. Stormterror's ability to whip up these kinds of storms can be attributed to it drawing power from the temples. Sturmschreckenstürme sollten Ausmaßes überhaupt erschaffen können, liegt dort zurückbliebener Kraft. Our objective is to deal with three of the four temples. Unser Ziel ist es nun, drei der vier der verlassenen Tempel. Ich denke, ich weiß, warum uns drei Tempel vornehmen. Warum wir uns drei Tempel vornehmen. Nein, Paimon nicht. Für Geheimnisse. Für Einheimische ist doch klar. Kümmern wir uns später drum. Knights of Favonius, time is against us. Meine lieben Ritter von Famnius, es ist Zeit. Die Zeit spielt gegen uns. Ein großer Sturm zieht auf. Es bringt nichts, allein hier eine Abwehrhaltung einzunehmen. Alright. We need to take initiative and act before the situation escalates. Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist. Lass uns zu den Tempelruinen aufbrechen. Gebet, du kannst jetzt beten, Händler. Was ist das? Achso, das ist der Shop. Es gibt ja so einen Shop hier. Mit dem kann man jetzt halt die verschiedensten Charakter kaufen, die auch dann in der Story vorkamen und die man dann damit auch in-game spielen kann. Darunter auch dann irgendwelche legendären Items. So. Ein Gebet habe ich. Ah ne, ich habe kein Gebet. Schade. Aber hier habe ich ein Gebet. The fuck? Samen der Hoffnung. Aha. Achso, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt die noch nicht. Egal. Da möchte ich mich jetzt noch nicht gerade zu sehr reinsteigern. Funke zwischen den Seiten. So, Jean, dann sagt mir mal, was ansteht. Wie gehen wir gegen den Sturmbrecher vor? Es ist schon seltsam, dass der Drache noch größer und stärker geworden ist. Für den Ritterorden ist es jetzt das Wichtigste, sich die Folgen dieses Angriffs, zu kümmern. Der Grandmaster hat mir die Knights of Favonius zu mir. Ich kann ihn nicht oder die Menschen von Mondstadt down. Der Großmeister hat mir den Ritterorden anvertraut. Ich darf ihn und die Menschen von Mondstadt nicht enttäuschen. Wir müssen herausfinden, was dahinter steckt.
triff Amber vor den Tempel. Ich habe ganz kurz verstanden, tritt Amber vor den Tempel. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen makaber. Naja. From now on, the adventures will probably get more and more dangerous. We should make sure we're prepared. Unsere späteren Abenteuer werden wahrscheinlich gefährlicher. Wir könnten zum Beispiel... Okay, warte mal. Devi. So. Drücke C, um die Figurensache zu öffnen. Attribute, Hochstufen gibt es ja. Und dann gibt es ja Amber. Hat die eigene Sache? Eigene Sachen noch? Sowas wie jetzt nochmal eigene. Ne, okay, es ist alles gleich. Gut. Stufe 4 und das ist. Und sie ist schon Stufe. Nein, ich bin Stufe 5 und sie ist 4. Gut. Haben wir eine bessere Waffe? Dann nehmen wir doch lieber diesen Bogen. Artefakte. Haben wir eigentlich alles gerade schon vergeben? Hier haben wir nicht die richtigen Sachen für. Ich werde nochmal ganz kurz... Ich glaube, ich habe eine Vermutung, was es sein könnte. Sternbild? Nee. Doch nicht. Okay, Talente. Oh ja. Das geht. So. Dann würde ich mal sagen, wir gucken mal, dass wir zu Amber kommen. So. Alle noch ganz schön verängstigt von der ganzen Aktion. So. Aber das kriegen wir hin. Der ist was? Wagner. Was gibt's? Was hast du so für Waffen? Such dir einfach aus. Wenn du was Spezielles brauchst, kann ich dir auch anfertigen. Du machst sogar Maßanfertigung? Natürlich. Natürlich. Ach, man redet mal lauter. Schneller. Natürlich, ich verkaufe und mache Maßanfertigung. Verfeinerungen. Alles das, was man so als Schmied macht. Aber was ich brauche, ist das Erz. Wo findet man das Erz? Anywhere. Überall. You look confused. Listen, I'll tell you where the nearest deposits are. So Leute, ich würde aber erstmal sagen, das war's mit der Folge. Hoffentlich hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, guckt auf meinen Twitch-Kanal vorbei, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und hier seht ihr jetzt nochmal die letzte Folge, genauso wie die nächste. Die Playlist und ein Video, was für euch von meinem Kanal ausgewählt wurde. Bis dann, ciao.